Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Electric Techie. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch einen Handyständer mit automatischem Licht selber bauen könnt. Ach ja, und wenn ihr neu seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Los geht's nach dem Intro. Für den Handyständer müsst ihr euch aus Pappe die gezeigten Teile ausschneiden. Dann müsst ihr euch das Dreieck nehmen und es an die große Pappe kleben. Das müsst ihr dann auch auf der anderen Seite machen. Everything changes. Dann nehmen wir uns eine Seitenwand und kleben sie an die Seite von der Pappe. Das machen wir dann auch auf der anderen Seite. Dann nehmen wir uns die kürzere Wand und kleben sie auf den Boden, wie im Video gezeigt. Dann nehmen wir uns eine Rainbow LED, einen USB-Stecker und einen Schalter wie im Video. So schneiden wir ein Loch in die untere Seite, sodass der Schalter hineinpasst. Dann nehmen wir uns einen Eisstiel und schneiden ihn wie im Video gezeigt zurecht. Dann kleben wir den Schalter fest. Auf die eine Seite vom Eisstiel machen wir Heißkleber. Dann kleben wir ihn auf der unteren Seite fest. Dann schneiden wir ein Loch für die Rainbow LED in die Seite. Dann löten wir zwei Kabel an die Rainbow LED. Und isolieren es ein wenig mit Heißkleber. Nun löten wir ein Kabel auch an den Schalter. An den USB-Stecker löten wir auch zwei Kabel. Dann fixieren wir es mit Heißkleber. Jetzt machen wir ein Loch in die Seite von dem Ständer, wo wir dann das Kabel durchführen können. Löten wir ein weiteres Kabel auch an den Schalter. Da
Damit die LED später nicht kaputt geht, nehmen wir uns einen 100 Ohm Widerstand und löten ihn an das eine Kabel von der LED. Dann löten wir die Kabel von dem USB-Stecker an den Schalter und an die LED. Die Lötstellen isolieren wir dann auch wieder mit Heißkleber. Nun kleben wir auch die LED fest. Und auch das Kabel. Damit man die Elektronik später nicht sieht, nehmen wir uns ein weiteres großes Pappstück und kleben es auf die Rückseite. Unter den Ständer kleben wir auch ein passendes Pappstück. Nun ist der Ständer fertig. Wir stecken nur noch den USB-Stecker in eine USB-Buchse. Und wir können unser Handy in den Ständer stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal!